Der Vers der Woche, der steht heute in 1. Johannes 3, Vers 21 und du kannst sie gerne einfach mal mit mir mitlesen. Und zwar steht da: Kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit dem Vers der Woche am Montag hier in der App. Und ja, der Vers, den habe ich dir ja gerade schon vorgelesen. Ich finde den so stark ermutigend, was da in 1. Johannes 3, Vers 21 einfach drin steht. Und zwar, dass unser Gewissen uns nicht mehr verurteilen kann und wir wirklich voller Zuversicht zu Gott kommen können. Aber ganz ehrlich, wie oft, ich muss mir da selber an die eigene Nase fassen, ja, höre ich nicht auf die Stimme von Gott, die mich einlädt, zu ihm zu kommen, sondern vielmehr höre ich auf die Stimme meines Gewissens. Und vielleicht, was meine ich genau damit? Also, ich glaube, und das, so habe ich das auch mal gelernt, ist es so, dass unser Gewissen vor allen Dingen in der Kindheit geformt wird. Also unser Gewissen wird durch das geformt, was wir lernen von unseren Eltern, wie sie uns erziehen, unbewusst und bewusst. Und unser Gewissen kann sehr, sehr stark ausgeprägt sein, vielleicht auch durch eine Prägung, die wir sonst in unserem Leben gehabt haben. Vielleicht wurdest du auch besonders streng erzogen, vielleicht wurdest du auch eher locker erzogen, vielleicht kommst du vielleicht eher aus einer etwas strengeren Gemeinde, sag ich mal, die vielleicht viele Gebote auch einfach noch hat in ihrem Kontext, vielleicht kommst du aber auch aus einer eher, würde ich sagen, liberaleren Gemeinde. Je nachdem bist du einfach vorgeprägt. Du bringst ein gewisses Gewissen mit hinein in deine Beziehung zu Gott. Und als mir dieser Punkt einfach bewusst war, dass diese Stimme, vielleicht diese innere Stimme, die ich in mir höre, nicht immer unbedingt die von Gott ist, der jetzt mit einem Zeigefinger auf mich zeigen. Sondern dass es ganz viel auch aus mir selbst herauskommt und vor allen Dingen auch durch eine Prägung, auch durch mein eigenes Gewissen, habe ich gelernt oder lerne ich eigentlich gerade auch noch, mehr zu reflektieren, okay, was ist jetzt wirklich von Gott? Was sagt denn die Bibel, wer ich bin in ihm? Passt das zu dieser anklagenden Stimme, die sich in mir meldet, wenn ich wieder irgendwas falsch gemacht habe? Oder ist es nicht vielmehr diese einladende Stimme, die mich immer wieder zu sich zieht, wo Gott sagt immer wieder, hey, ich habe dir vergeben, dir ist vergeben in Jesus Christus und du kannst immer wieder neu anfangen und ich stelle dich wieder neu her und ich vergebe dir und klar, mach bitte nicht deine Fehler immer wieder, aber selbst wenn es dir passiert, dann liebe ich dich trotzdem. Und es erscheint uns manchmal zu gut, um wahr zu sein oder als so ein leichter Weg, aber es ist auch nicht immer so leicht, dann wieder zurück zu Gott zu kommen. Und es ist nicht immer der leichteste Weg, dann mit Gott an den Fehlern zu arbeiten, aber er lädt dich immer wieder ein dazu. Und das ist einfach meine Ermutigung an dich heute. Und es steht auch so klipp und klar einfach in diesem Vers drin, dass unser Gewissen uns vielleicht noch anklagt, aber dass wir total frei sind in Jesus und deswegen freien Zugang haben zu Gott. Also lade ich dich ein, jetzt gerade in der kommenden Woche ein bisschen sensibler darauf zu werden, auf welche Stimme du hörst, vielleicht mal so zu checken, wo bin ich vielleicht vorgeprägt, was sagt eigentlich Gott wirklich über bestimmte Themen. Und ja, dann einfach mehr auf die Stimme Gottes zu hören, als auf die Stimme deines Gewissens. Und ich glaube auch, dass du Gott darum beten kannst, dass er dir dabei hilft. Ich glaube, er hat ein großes Interesse daran, ganz klar.